Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich wieder erschienen sind. Sie erwarten eigentlich zu Recht Dr. Michael Jonas, der jedoch leider kurzfristig erkrankt ist, sodass Sie mit mir Vorlieb nehmen müssen. Nichtsdestoweniger ist es mir natürlich eine große Freude, Sie heute auch im Namen von Dr. Jonas und von meiner Kollegin Christine Eckel zur vierten Sitzung unserer Ringvorlesung Tradition wird gemacht, Geschichte, Erinnerung und Selbstverständnis der Bundeswehr begrüßen zu dürfen. Lassen Sie mich einmal kurz den bisherigen Stand der Vorlesungsreihe rekapitulieren. Wir haben in der ersten Sitzung mit Professor Aleida Aßmann grundsätzliche Überlegungen zum Thema Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik diskutiert. In der zweiten Sitzung mit Dr. Detlef Bald über seine Befunde zur Bundeswehrgeschichte gestritten. Und schließlich in der letzten Woche mit Professor Matthias Rock den Blick über den Eisernen Vorhang und auf die Nationale Volksarmee der DDR gerichtet. Heute wollen wir eine neuerliche Erweiterung unseres Blickfeldes vornehmen und die militärische Erinnerungskultur und Tradition der British Army in den Mittelpunkt drücken, bevor wir uns dann nach vierwöchiger Pause am 9. April wiedersehen, um uns mit den Verbrechen der Wehrmacht zu beschäftigen. Mit dem heutigen Referenten, Dr. Peter Lieb, haben wir einen Historiker gewinnen können, der nicht nur durch seine Forschungen als Kenner der Materie ausgewiesen ist, sondern auch gewissermaßen durch seine Biografie, die ich Ihnen deshalb nicht vorenthalten möchte. Nach dem Studium der neueren und neuesten Geschichte, der Geschichte Ost- und Südosteuropas und der Betriebswirtschaftslehre in München und Paris, war Dr. Peter Lieb als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte im Projekt Wehrmacht in der NS-Diktatur tätig und wurde 2005 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München promoviert. Von 2005 bis 2015 wirkte er als Senior Lecturer im Department of War Studies an der Royal Military Academy in Sandhurst. Seit 2015 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Herr Lieb ist überdies Reserveoffizier im Dienstgrad eines Majors. Oberstleutnant. Mittlerweile dann Oberstleutnant. Zu dieser Biografie gehört eine ganze Reihe von Publikationen, von denen ich nur vier nennen will. Zunächst seine viel beachtete und preisgekrönte Promotionsschrift Konventioneller Krieg oder NS-Weltanschauungskrieg, Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943-44, erschienen in München 2007. So dann der zusammen mit Bernd Wegner und Jan-Erik Schulte herausgegebene Band Die Waffen-SS, neuere Forschung, Paderborn 2014. Schließlich noch die Monographie Unternehmen Overlord, die Invasion in der Normandie, München 2014, die bereits in zweiter Auflage erschienen ist. Und mit Blick auf unser heutiges Vorlesungsthema möchte ich noch einen Aufsatz nennen. Ungebrochene Tradition, die British Army und ihr Traditionsverständnis, erschienen in dem von Heiner Möllers und Rudolf J. Schlaffe herausgegebenen Sammelband Sonderfall Bundeswehr, Streitkräfte in internationalen Perspektiven und im internationalen Vergleich, erschienen München 2014. Die vielfältigen Forschungsinteressen von Peter Lieb umfassen, um nur einige zu nennen, Operations- und Besatzungspolitik im Ersten und Zweiten Weltkrieg, Aufstände und Aufstandsbekämpfung im 20. und 21. Jahrhundert, extralegale Gewalt und Kriegsverbrechen sowie Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Militärs, womit wir gewissermaßen im Thema angekommen sind. Herr Lieb, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und übergebe Ihnen nun gern das Wort. So, herzlichen Dank für die nette Einführung. Ein Dank auch abwesend an den Herrn Jonas, der mich hier überhaupt eingeladen hat. Und ein Grüß Gott an Sie alle zusammen oder guten Tag oder guten Abend. Für mich bleibt es Grüß Gott. Ich sollte Ihnen jetzt davor vortragen zur British Army und ihrem Traditionsverständnis. Die Punkrock-Fans unter Ihnen werden ihn sicherlich gleich erkennen. John Lydon, alias Johnny Rotten, Frontmann der britischen Kult-Punk-Band The Sex Pistols. Lydon ist als Punker natürlich politisch ziemlich weit links orientiert und zudem bekennender Pazifist. Nun werden Sie sich sicher fragen, was dieser Mann mit der British Army zu tun hat. Wahrscheinlich,
so vielleicht Ihre Vermutung, hat Lyddon irgendwann einmal die britischen Soldaten als Mörder oder Faschisten beleidigt und das Ganze ging dann als Ironie oder Künstlerfreiheit durch. Dies, so meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wäre allerdings eine sehr deutsche Vermutung. Die Sache ist eine andere. Lyddon meinte nämlich 2012 bei einem Auftritt in der populären Fernsehserie Question Time auf BBC One, ich zitiere, One of the most beautiful things about Britain, apart from the NHS and free education, is the British Army. Ende des Zitats. Da ich selbst 10 Jahre in Großbritannien gelebt habe, bezweifle ich sehr stark, ob die Briten wirklich stolz auf die NHS, also ihr Gesundheitssystem, sein sollten. Dies aber nur so am Rande. Erstaunlicher ist hier vielmehr, dass ein linker Pazifist die British Army ganz großartig findet. Denken Sie, unser Vorzeigepunker Campino von den Toten Hosen würde sich zu einer solch positiven Aussage über die Bundeswehr hinreißen lassen? Oder Stefan Weidner, der Kopf der bösen Onkels? Während meiner Wehrdienstzeit 1993-94 beim Fallschirmjägerbataillon 251 in Calw liefen zwar die bösen Onkels in jeder Stube rauf und runter, doch scheint dies eine einseitige Liebe zwischen der deutschen Fallschirmtruppe und den bösen Onkels gewesen zu sein. Denn Weidner verkündete auf dem Abschiedskonzert der Onkels auf dem Lausitzring 2005 voller Stolz, dass in ihrer Band ein Wehrdienstverweigerer und 2 unehrenhaft Entlassene seien. Nun gut, resümieren wir vorerst, im Vereinigten Königreich scheint in Bezug auf Armee und Gesellschaft einiges anders zu laufen als bei uns in Deutschland. Und auch in Bezug auf Militärtradition und die Tradition, auf Militärtradition läuft in der British Army vieles anders als bei der Bundeswehr. Ich sage vieles. Vieles ist aber auch sehr ähnlich. Jedenfalls steht für die Soldatinnen und Soldaten im Vereinigten Königreich fest, the British Army has got a great tradition. Im Vergleich zu anderen Armeen gilt diese Tradition als einzigartiger Verkaufspunkt oder unique selling point, wie mir einige britische Offiziere gesagt haben. Deutlich schwieriger ist aber die Frage zu beantworten, was die britische Armee denn eigentlich unter Tradition versteht. Eine allgemein gültige Definition gibt es nicht. Ein Traditionserlass, wie ihn beispielsweise die Bundeswehr hat, fehlt ebenso. Die Literatur über die Army füllt zwar Bibliotheken, doch überraschenderweise gibt es so gut wie keine spezifische Forschungsliteratur zum Thema Army und Traditionsverständnis. Dieser Vortrag alleine wird diese Lücke natürlich nicht füllen können, versucht Ihnen aber einen Überblick über das Thema unter den folgenden 2 Leitfragen zu geben. Erstens, was versteht die British Army unter Militärtradition? Und zweitens, welchen Inhalt hat sie? Explizit soll dabei ausschließlich die Army, also das Heer, analysiert werden. Und die anderen beiden Teilstreitkräfte, die Royal Air Force und die Royal Navy, werden ausgeschlossen, da sie in vielen Bereichen einem anderen Traditionsverständnis folgen. Neben der allgemeinen umfangreichen Literatur über das Innenleben der Army basieren die folgenden Ausführungen auf persönlichen langjährigen Beobachtungen als Senior Lecturer im Department of War Studies an der Royal Military Academy Sandhurst zwischen den Jahren 2005 und 2015 sowie auf vielen Gesprächen mit Offizieren und Unteroffizieren der British Army. Hinzu kommt eine von mir durchgeführte schriftliche Befragung aus dem Jahr 2012, wobei ich 66 Offiziere, meist im Dienstgrad Captain und Major und Unteroffiziere, zum Thema Tradition in der British Army befragt habe. Letztlich kristallisieren sich beim Selbstverständnis des britischen Heeres 3 verschiedene, untereinander verwobene Traditionen heraus. Erstens eine eigene Corporate Identity, die sich vor allem über das Regimental System, aber auch über das militärische Brauchtum ausdrückt. Zweitens ein Stolz auf vergangene siegreiche Waffengänge. Und schließlich drittens das Verständnis von Tradition als ethischer Wertekanon. Jede Organisation besitzt ihre eigene Identität, eine Corporate Identity, um sich einerseits nach außen von ihrer Konkurrenz abzugrenzen, sowie andererseits, um sich nach innen über das eigene Selbstverständnis zu vergewissern. Bei Armeen ist dieses Verhaltensmuster besonders stark ausgeprägt. Befragt man Angehörige der British Army, was ihre Identität ausmache, so wird man immer wieder die folgenden Begriffe hören. Regimental System, Rechtsstaatlichkeit, Loyalität gegenüber den Monarchen, Battle Honors und eine besondere Beziehung zwischen Offizieren
und Unteroffizieren. Die bekannteste, traditionsreichste und historisch am meisten gefestigte Corporate Identity der British Army ist sicherlich das Regimentssystem, das Regimental System. Es entstand im 17. Jahrhundert, als ein adliger Oberst sein Infanterie- bzw. Kavallerieregiment aus einer bestimmten Gegend rekrutierte. Die Offiziere ernannte allerdings der Monarch. Von seinen historischen Ursprüngen her unterscheidet sich das Regimental System nicht so sehr von anderen europäischen Armeen. Doch haben in der British Army auch sämtliche anderen Truppengattungen, beginnend mit der Royal Artillery und den Royal Engineers, das Regimental System weitgehend übernommen, wenngleich sich diese meist als Korps bezeichnen. Viele britische Regimenter haben eine lange Geschichte. Das älteste noch bestehende Regiment der British Army ist die 1537 aufgestellte Honorable Artillery Company. Anders als ihr Name nahelegt, ist sie aber keine Kompanie, sondern war historisch ein aus Artillerie und Infanterie bestehendes Regiment und ist heute Teil der Army Reserve. Von den aktiven Regimentern gibt es nur noch zwei, die eine ungebrochene Linie, historische Linie ins 17. Jahrhundert zurückziehen können. Die Coldstream Guards, erstmal aufgestellt 1650, und die Grenadier Guards, aufgestellt 1656. Regimenter wurden in der Vergangenheit und werden bis heute nur in ganz seltenen Fällen aufgelöst. Dafür aber nach 1945 sehr oft fusioniert, also amalgamiert. Amalgamation ist das englische Wort dafür. Dies geschah zuletzt im Zuge der Future Army Structure 2006 und der Strategic Defense and Security Review 2010, wobei 5 Regimenter mit einer direkten Linie ins 17. Jahrhundert betroffen waren, darunter auch die Royal Scots, die 1633 aufgestellt wurden und damit damals das älteste noch aktive Regiment der British Army waren. An die ihre Stelle traten teilweise die sogenannten Large Regiments, allen voran das Royal Regiment of Scotland sowie die Rifles, mit jeweils 5 aktiven und 2 territorialen Bataillonen der Reserve. Eigens dazu eingerufene Boards aus Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften legten vor der Amalgamation fest, Amalgamation, einfach auf Englisch als auf Deutsch, wie die Tradition des künftigen Regiments aussehen sollte. Dabei wurde die Tradition explizit nicht als etwas Starres gesehen, sondern als etwas Fließendes, um sozialen Veränderungen oder neuen militärischen Anforderungen gegenüber aufgeschlossen zu sein. Ich zeige Ihnen hier mal ein Beispiel einer visuellen Amalgamation, wie es laufen kann. Das ist im Jahr 2006 gewesen. Die 3rd Carabiniers, die Prince of Wales, Wales' Dragoon Guards und die Royal Scots Grey sind zusammen zu einem neuen Regiment zusammengeschlossen worden. Und man sieht, beide durften sozusagen ihr Wappen mitnehmen und es fusioniert sozusagen drinnen. In den Royal Scots Dragoon Guards. Die British Army bezeichnet ironisch ihr Regimental System manchmal auch als Tribal System. Durch Umgangsformen, Auswahl ihrer Offiziere und Soldaten sowie ganz besondere durch ihr eigenes Brauchtum versuchen die einzelnen Regimenter ihre eigene Corporate Identity aufzubauen und zu erhalten. Sichtbar wird dies bereits durch die leicht abgewandelten Dienstgradabzeichen der einzelnen Regimenter. Die Liste von besonderen Bräuchen der einzelnen Regimenter ist lang. Beispielsweise stehen die Royal Scots Dragoon Guards beim Anstoßen auf den Monarchen nicht auf. Ausnahme, der Monarch ist selbst anwesend. Andere Beispiele sind, die Household Cavalry verzichtet in der Dienstgradstruktur auf den Sergeant oder die Soldaten, aber wiederum nicht jetzt die Offiziere, der Garderegimenter werden nur von Angehörigen der anderen Garderegimenter ausgebildet. Im Gegensatz zu den meisten anderen Armeen sind in der Army die Regimenter nicht nur militärische Kampfverbände, sondern gleichzeitig auch militärische Verwaltungseinheiten. Die Cardwell-Reformen führten 1871 lokale Rekrutierungsbezirke für die einzelnen Infanterie- und Kavallerieregimente ein. In den Childers Reforms 1881 ersetzten Namen die alten Regimentsnummern. Durch die beiden Reformen zu Ende des 19. Jahrhunderts sollte die Army besser verwaltet und standardisiert werden. Die Anzahl der einzelnen Bataillone eines Regiments variiert bis heute und konnte vor allem in Kriegszeiten beträchtlich steigen. So hatte das Durham Light Infantry Regiment im Ersten Weltkrieg 43 Bataillone,
wovon 22 auf unterschiedliche Brigaden verteilt im Kampf standen. Also immer wenn man neue Leute braucht, dann wurde halt ein Bataillon dem Regiment sozusagen von dem Regiment neu aufgestellt. Ziel der Cardwell and Children Reformen war es damals, das Regiment zum Kernstück für die Loyalität eines jeden Soldaten zu machen. In beiden Weltkriegen gelang es dank des Regimental Systems, die Bürgersoldaten und Wehrpflichtigen zu einer sozialen Einheit zu formen. Die Individualisierung in der heutigen westlichen Gesellschaft macht freilich auch nicht vor der British Army Halt. Doch gilt das Regiment nach wie vor als militärische Heimat und Familie. Vom einfachen Soldaten bis zum Colonel. Kurz, das Regiment ist die militärische Gemeinschaft, in der die meisten britischen Soldaten im Frieden und im Einsatz dienen. Das Regiment sorgt sich auch um die Familie und ihre Angehörigen, wörtlich bis zum Tode. Ein Warrant Officer Class, Second Class der Irish Guards fasste es mir gegenüber einmal in die Worte, ich zitiere, I have yet to meet a man or a woman serving the Queen's colors say they serve the Parliament. It's always Regiment or Queen. Ende des Zitats. Für viele Soldaten ist die Identifikation mit ihrem Regiment größer als die Identifikation mit der gesamten Army. Bei einigen schottischen Soldaten gleicht diese Loyalität sogar die Ablehnung der Monarchie aus. So sehr die British Army dieses Regimentssystem als eines ihrer wichtigsten Fundamente sieht, so hat es aber zweifellos in der Praxis auch seine Nachteile. Oft wird in einzelnen Regimentern übertriebene Nostalgie, Mangel an Innovationsfreude oder Nepotismus vorgeworfen, wenngleich auch meist hinter vorgehaltener Hand. So legen in hohen und höchsten Stäben Offiziere bei der Förderung jüngerer Kameraden bisweilen mehr Wert auf Regimentszugehörigkeit als auf Leistung. Beispielsweise trugen die 2006 amalgamierten Royal Green Jackets auch dem Spitznamen The Black Mafia, angelehnt an die schwarzen Knöpfe ihrer Uniform sowie die Tatsache, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unverhältnismäßig viele Generäle aus diesem Regiment kamen. Zudem ist in den letzten Jahren immer mehr die Ansicht vertreten worden, das Regimental System ist durch die Large Regiments seit 2006 völlig verwässert worden und es entbehre daher jeglichen Sinn, sich auf alte Traditionen alter Regimenter zu berufen. Beispielsweise beziehen die heutigen Rifles ihre Tradition von 13 verschiedenen Regimentern aus dem Zeitalter der Weltkriege und sogar von 21 Regimentern aus der Zeit des 19. Jahrhunderts. Diese Entwicklung wird sich mit der neuen Heeresstruktur Army 2020 noch weiter verstärken. Wegen der Reduzierung der Army von 117.000 Mann auf nur mehr 82.000 im Jahr 2020 stehen weitere Amalgamationen der Regimenter bevor, beziehungsweise haben bereits begonnen. Dennoch wird auch in Zukunft das Regimentssystem Grundlage der British Army sein. Zu fest ist es in deren Selbstverständnis verankert. So kündigte der damalige Secretary of Defense, Philip Hammond, kennt man mittlerweile auch, am 5. Juli 2012 in einer Rede zur Army 2020 an, ich zitiere, The regimental system will remain the bedrock of the British Army's fighting future. Ende des Zitats. Schließlich habe es, so der damalige Chief of the General Staff General Peter Wall, powerful merits gehabt und such a robust fighting power in recent years bewiesen. Ob dies während der Einsätze in Irak und Afghanistan auch wirklich den Tatsachen entsprach, ist unklar, da Detailstudien hierzu noch fehlen. Viel wichtiger ist aber, dass die Army das Regimental System unerschütterlich als Erfolgsgeschichte wahrnimmt. Nach ihrem Traditionsverständnis befragt, sahen viele Soldaten neben dem Regimental System eine Strong Relationship oder ein Strong Bond zwischen Offizieren und Unteroffizieren als charakteristisches Merkmal ihrer Armee und besonderer Teil ihrer Tradition. Dies mag zunächst überraschen. Schließlich legt die British Army im Vergleich zu den meisten anderen westlichen Heeren nach wie vor besonderen Wert auf eine strikte Trennung von Offizieren und Unteroffizieren. Persönliche Freundschaften zwischen den beiden Laufbahngruppen bilden die Ausnahme. Anders ausgedrückt, der traditionelle Standesunterschied, wie er einst in vielen westlichen Armeen bestand, hat sich in abgeschwächter Form in der British Army nach wie vor erhalten. Dazu mag auch sicherlich beitragen, dass in Großbritannien Teile der alten Klassengesellschaft
bis zum heutigen Tag fortleben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. 8-10% aller britischen Schüler besuchen eine teure Privatschule, eine sogenannte Public School. An den Universitäten liegt dieser Anteil der Studenten von den Public Schools bei etwa 12%, also noch einigermaßen gleich. In Sandhurst, das waren die Zahlen, bevor ich Sandhurst verlassen habe, vor 3 Jahren in etwa, es ist allerdings unter den Offiziersanwärtern, kommen 40-50% aller Offiziersanwärter von den Public Schools. Wie kommt es dann, dass dennoch Offiziere und Unteroffiziere den angeblich starken Zusammenhalt untereinander so hoch einschätzen? Der Schlüssel zum Verständnis liegt im Motto der Royal Military Academy Sandhurst: Serve to lead. Dieses Credo wird den jungen Offiziersanwärtern vom Beginn ihrer Ausbildung eingeimpft. Zitat: If cadets have not understood the meaning of the paradox, they have no business aspiring to be officers in the British Army. Ende des Zitats. Heißt es daher lapidar in der Einleitung eines Büchleins mit eben jenem Titel Serve to Lead, das jeder Kadett in Sandhurst erhält. Field Marshal William Slim fasste dies einst markant folgendermaßen zusammen. Zitat: Unselfishness as far as you are concerned means simply this. You will put first the honor and interests of your country and your regiment. Next, you will put the safety, well-being and comfort of your men. And last all the time, you will put your own interest, your own safety and your own comfort. Ende des Zitats. In diesem Traditionsverständnis hat also der britische Offizier sein eigenes Wohl ganz hinten anzustellen und interessanterweise übrigens das Regiment gleich nach dem Land voran anzustellen. Denn nur diese Selbstlosigkeit gibt dem Offizier die Legitimation, andere Männer führen zu dürfen. Nicht umsonst steht auch direkt vor der Kapelle in Sandhurst ein großes Denkmal für die einfachen Soldaten. Der junge Offiziersanwärter soll sich damit seiner Verpflichtung gegenüber seinen künftigen Untergebenen bewusst sein. Das ist das Foto, was Sie da sehen. Unten, das ist dieses mit Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und aus dem Zweiten Weltkrieg. To the glory of God and in proud memory of all other ranks who gave their lives in 2 World Wars. Also wenn Sie aus der Kapelle rauskommen, dann müssen Sie jeden Sonntag hin, zumindest im ersten Term. Kommen Sie sofort, schauen Sie auf diese Statue und schauen sofort den einfachen Soldaten in die Augen. Auch wenn der nicht zurückschaut so richtig. Das Selbstverständnis des Offiziers wird auch durch die 3 Säulen der Officership unterstrichen. Command, Example und Responsibility, die auf dem Fundament des Ethos stehen. Unter Ethos werden hier aber nicht moralische Werte, sondern der Kampfgeist verstanden. Den britischen Offizier allerdings als reinen Krieger zu sehen, ist falsch. Er muss nach dem Prinzip des Command eine feine Balance als Menschenführer einerseits und als Manager andererseits finden. Wenngleich viele Kasernen, Gebäude oder Räume der British Army die Namen von ehemaligen Generälen tragen und somit scheinbar Teil des Traditionsverständnisses sind, so scheinen historische Persönlichkeiten für heutige Offiziere und Unteroffiziere eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. In meiner damaligen Umfrage wurde keinem einzigen ehemaligen General dieselbe Bedeutung für die Traditionsbildung zuerkannt wie den abstrakten Werten von Loyalität gegenüber dem Monarchen oder den Battle Honors. Nicht einmal die britische Personifizierung des Offiziers und Gentleman, des Duke of Wellington, noch der populärste britische General des Zweiten Weltkriegs, Field Marshal Bernard Montgomery, erreichen in der Umfrage signifikant höhere Werte als weniger bekanntere und umstrittene Persönlichkeiten wie JFC Fuller. Also ich habe hier die Frage gestellt, wer von Ihnen denken Sie, das ist, do you agree with the following personalities are part of the tradition of the British Army? Da waren mit gab zwei Punkte, mit strongly agree gab einen Punkt, neither agreed nor disagree war 0 Punkte, Disagree war -1 und -2 war strongly disagree. Also man sieht, bei einigen werden sie wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, wer das ist. Also dass Percival zum Beispiel der Verlierer in Singapur war, das werden sie wahrscheinlich nicht gewusst haben. Und Fuller, dass der Hitler so toll gefunden hat, werden sie wahrscheinlich auch nicht gewusst haben. Aber egal, sie haben halt was angekreuzt. Gut. Am ehesten sehen Sie jetzt hier auf dieser, die noch am ehesten da drankommt und am ehesten die höchste Ansehen genießt von diesen Persönlichkeiten, ist Field Marshal William Slim, ein Offizier, der außerhalb der British Army nur wenig bekannt ist. Ich weiß es nicht, kennt einer William Slim?
Wissen Sie, wo war er? Ja, jetzt haben Sie sich gemeldet, jetzt haben Sie Pech gehabt. Ja. Ach so, ja, dann kennen Sie einen Slim. Ja. Aber Slim war in Burma. Ja. Aber ich sag's jetzt gleich noch, ja. Also Slim und die Slim Mass gibt es natürlich in Sandhurst. Slim war ein sozialer Aufsteiger aus der unteren Mittelklasse und dem katholischen Milieu. Er führte während des Zweiten Weltkriegs in Burma seine Truppen nach anfänglichen Niederlagen zum Sieg über die Japaner. Besonders seine Sie habe ich ja letztens im Intranet gesehen. Ja, genau. Das war's. Und haben nicht schlafen dürfen, gell? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und dann ging es in die Faraway Hall hoch, gell? Ja, ja. Slim führte während des Zweiten Weltkriegs in Burma seine Truppen nach anfänglichen Niederlagen zum Sieg über die Japaner. Besonders seine Fähigkeit, aus eigenen Fehlern zu lernen, wird heute von der Forschung sehr betont. Slim war von seiner Herkunft und seiner Karriere her ein eher atypischer britischer General in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vielleicht gerade dies aber macht ihn heute zum Vorbild für die Army. Zumal er auch, untypisch für einen britischen Offizier, einen engen persönlichen Umgang mit seinen Untergebenen pflegte. Dies wiederum führt uns auf die Bedeutung des Bandes zwischen Offizieren und Unteroffizieren im Selbstverständnis der Army zurück. Insgesamt aber sehen die heutigen Soldaten den Kult um historische Personen eher kritisch oder wie es mir ein Major aus dem Army Air Corps ausdrückte, die berechtigte Verehrung für Männer wie Montgomery oder Slim dürfe nicht auf Kosten der einfachen Soldaten gehen, also jenen, die ihr Leben an der Front aufs Spiel setzen und dort Heldentaten vollbringen, also wörtlich heroic deeds, also Helden. Hero ist in Großbritannien ein positiver Begriff, nicht bei uns immer leicht ironisch manchmal gemeint. Hero ist das Allergrößte für einen Briten. Mit diesen heroic deeds oder diesen Heldentaten sind wir nach der Corporate Identity an den zweiten wichtigen Bestandteil der britischen Militärtradition angekommen. Für die militärischen Leistungen stehen hier symbolisch die Battle Honours. Sie zeigen die Einstellung der Army zum Kampf, zu Sieg und Niederlage sowie die Verbindung zum Regiment. Battle Honours wurden und werden innerhalb der Army grundsätzlich nur an Kampftruppen verliehen, namentlich an Infanterie- und Kavallerieregimenter. Truppengattungen also, die dem Feind ins Auge sehen. Durch die Veränderung auf dem modernen Schlachtfeld wurde diese Auszeichnung auch auf das Army Air Corps, also auf die Heeresflieger, ausgeweitet. Die Royal Artillery, die Royal Engineers und sämtliche andere Corps bleiben aber nach wie vor ausgeschlossen. Trotz dieser offensichtlichen Benachteiligung eines großen Teils der Army wird das Konzept der Battle Honours von einer breiten Mehrheit getragen. In meinem Fragebogen konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Soldaten der Kampftruppen und der Kampfunterstützungstruppen festgestellt werden. Alle bejahten die Battle Honours als festen Bestandteil der Tradition innerhalb der Army. 52% der Befragten antworteten sogar mit strongly agree auf die Frage, ob die Battle Honours Teil der britischen Militärtradition sein und bleiben sollen. Infanterie- und Kavallerieregimenter sowie das Royal Air Corps tragen stets zwei Fahnen, in der traditionellen Militärsprache Colors genannt. Die eine, die sogenannten Queen's Colors, oder wenn Sie mal einen König haben, die King's Colors, zeigen die Union Flag, nicht Union Jack, Union Flag, Purist, ja, mit dem Regimentssymbol in der Mitte. Die andere Colors sind die Regimental Colors, und wieder eine Ausnahme, bei der Kavallerie und beim Army Air Corps heißen sie Guidance. Die haben eine Fahne mit einem einfarbigen Hintergrund und ebenfalls dem Regimentssymbol in der Mitte. Zusätzlich werden mit Jahreszahlen die Namen der siegreichen Schlachten aufgelistet, an denen das Regiment teilgenommen hat, die Battle Honours. Sie sehen das jetzt auch hier, da ist Coldstream Guards, das ist das Regimentswappen. Und links und rechts sind die ganzen Battle Honours aufgeführt. Italy 1943, Salerno, ältere Sachen hier wie N 1914, Loos, wie die Engländer sagen. Tangier 1680, also geht lang zurück. Aber wieder mal eine Besonderheit bei den Briten. Die beiden Rifle-Regimenter, also die Rifles und die Royal Gurkha Rifles, haben keine Colors, ja, haben nicht sowas, sondern die tragen ihre Battle Honours auf den Trommeln. Ja. Gut. Das Battle Honour System gilt auch für andere Commonwealth-Armeen, wie zum Beispiel für die kanadische, sowie früher auch für die British Indian Army.
Es geht zurück auf das Jahr 1766, als das erste Mal Battle Honors verliehen wurden. Die Battle Honors entwickelten sich vor allen Dingen im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Statussymbol der einzelnen Regimenter, sodass sich mehrere ältere Regimenter beschwerten, ihre Waffentaten aus früheren Kriegen seien nicht entsprechend berücksichtigt worden. Die Vergabe der Battle Honors ist bis heute sehr subjektiv und nicht selten entschied die Lobbyarbeit, welche Regimenter diese begehrten Auszeichnungen erhielten. Battle Honors wurden natürlich auch in den beiden Weltkriegen vergeben, sowie in der Zeit nach 1945 für den Koreakrieg, den Falklandkrieg und die beiden Golfkriege 1991 und 2003. Auch die Schlachten und Kriege aus der Kolonialzeit gehören wie selbstverständlich zu den heute noch getragenen Battle Honors. Diese militärischen Erfolge gelten trotz der fundamental geänderten globalen politischen Rahmenbedingungen nach wie vor als fester Bestandteil der Tradition. Kaum ein Soldat käme auf die Idee, dies anzuzweifeln. Für den Krieg in Afghanistan ist bisher noch keine Battle Honor gestiftet worden, wenngleich dies häufiger gefordert wurde. Offiziell dürfen aber erst nach Ende eines Krieges Battle Honors vergeben werden. Auch gab es bisher keine Battle Honors für Counterinsurgency-Operationen oder Stabilisierungseinsätze nach 1945. Weder im kolonialen Rahmen wie in Malaya oder in Kenia, noch in der postkolonialen Ära wie in Bosnien oder als politischer Sonderfall in Nordirland. Bis 1914 wurden auch keine Battle Honors für Niederlagen vergeben. Doch änderte sich dies im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann selbst für desaströse Feldzüge wie in Norwegen und Frankreich 1940, auf Kreta 1941, sowie sogar für den stümperhaft eingeschätzten Rückzug in Malaya mit der Kapitulation von Singapur 1941-42 Battle Honors. Ein weiteres Beispiel für den Stellenwert des Krieges in der Tradition der British Army ist auch die Namensgebung der Kompanien an der Royal Military Academy Sandhurst. Sie sind allesamt nach Schlachten der britischen Militärgeschichte genannt. Die jungen Offiziersanwärter werden also gleich von Beginn an mit Symbolen des Sieges sozialisiert. Battle Honors sind allerdings diese Kompanienamen nicht. Jetzt muss ich Sie fragen, welche Kompanie waren Sie? Normandy Company. Normandy Company, ja. Ja, großartig. Ja, die sind dann immer so zusammengefasst, dann war wahrscheinlich die andere, war dann Burma, oder? Ja, Imjin ist aber sicherlich ein anderer Intake. Weil Imjin ist ja Nachkrieg. Also die werden dann auch immer so zusammengruppiert. Aber haben die das nicht durchgehalten? Sie wollten eigentlich bis 2018 immer nach dem ersten, von 2014 bis 2018 immer nach dem Ersten Weltkrieg irgendwelche Namen benennen. Pars, okay, gut. Gut. Muss ich weitermachen, nicht, dass wir da ins Dialog kommen. Daraus lässt sich nur ein Rückschluss ziehen aus diesen Battle Honors. Der Kampf und die Schlacht, also das traditionelle Kerngeschäft des Soldatenberufs, ist nach wie vor ein tragender Pfeiler im Traditionsverständnis der Army. Unbesehen davon nimmt der britische Soldat bei seinen heutigen Auslandseinsätzen natürlich auch andere Rollen als nur die des Kämpfers ein, sei es als Ordnungshüter, als Ausbilder einheimischer Sicherheitskräfte oder als Entwicklungshelfer. Diese verschiedenen Rollenbilder haben eine lange Geschichte mit dem sogenannten Imperial Policing im British Empire. Beispielsweise waren 1868 von insgesamt 141 Infanteriebataillonen nur 47 in Großbritannien stationiert, der Rest in Übersee, im Empire. Der britische Soldat musste also, anders als beispielsweise der Bundeswehrsoldat, nach Ende des Ost-West-Konflikts 1989-90 sein Selbstbild und die neuen Einsätze in Übersee gar nicht neu definieren. Das hat er ja vorher schon in seiner Geschichte gehabt. Die Army verstand und versteht sich stets als Interventionsarmee. Dieses Bild wird nicht nur innerhalb der Streitkräfte gepflegt, sondern breit von der Bevölkerung getragen. Sinnbildlich mögen hierfür die Reaktionen auf den lange geheim gehaltenen Einsatz von Prinz Harry in Afghanistan vor 10 Jahren, 2007 bis 2008, gewesen sein. Das Titelblatt der Boulevardzeitung The Sun titulierte anschließend, ich zitiere, "One of our boys. Frontline Prince kills 30 Taliban." Ende des Zitats. Gewiss, die Wortwahl der Sun war reißerisch und auf Sensation bedacht. Doch darf das nicht über den radikalen Wandel in der Öffentlichkeit hinwegtäuschen. Aus dem einst hedonistischen Prinzen, Partyprinzen Harry, war nun eine allseits respektierte und beliebte Person geworden.
Die Bevölkerung schätzte es sehr, dass er seinen Einsatz nicht in irgendeinem Camp verbrachte, sondern als Zugführer und Forward Air Controller im Feuergefecht gestanden hatte. Allerdings, persönlicher Mut im Kampf alleine reicht noch nicht für die Traditionswürdigkeit aus, solange dieser von den größeren militärischen Zusammenhängen und vor allem von Führungsverhalten losgelöst wird. Ein Beispiel hierfür ist das zwiespältige Andenken an Lieutenant Colonel Herbert H. Jones, 1982 im Falklandkrieg Kommandeur des 2. Battalion Parachute Regiment. Jones führte sein Bataillon in der Schlacht von Goose Green, wo er an der Spitze seiner Männer fiel und posthum das Victoria Cross verliehen bekam, also die höchste britische militärische Auszeichnung. Trotz seines unbestreitbaren persönlichen Muts gibt es kritische Stimmen, die behaupten, Jones habe aus falschem Ehrgeiz sein Bataillon ungestüm in den Kampf geschickt und sämtliche Initiativen seiner Kompaniechefs unterbunden. So scheiden sich in der Bewertung von Jones als militärischen Führer nach wie vor die Geister. Die Betonung von persönlichem Mut, genuinen militärischen Leistungen und vergangenen Siegen hat in der Army noch weitere Grenzen. In meiner damaligen Umfrage sah nur eine Minderheit der Offiziere und Unteroffiziere Acts of Bravery im Krieg als wichtiger an als Acts of Humanity. Im Selbstverständnis der britischen Soldaten dominieren also ethische Werte über die traditionelle Tapferkeit und militärische Leistung. Das ist auch die offizielle Meinung der Army-Führung. So heißt es in der Doktrin Land Operations aus dem Jahr 2005, ich zitiere: "This observation might suggest that tactical and strategic victory is what counts, regardless of the methods to achieve it. But the British Army from its modern origins has been rooted in the spirit of democracy." Zitat Ende. Militärische Notwendigkeiten oder Siege werden in der Army also keinesfalls verabsolutiert. Damit kommen wir zum dritten Pfeiler der britischen Militärtradition, den ethischen Werten. Das britische Militär ist fest von dem Glauben beseelt, heute wie in der Vergangenheit stets für eine gute Sache gekämpft zu haben. Sei es im Interesse der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit oder im Zeitalter des Kolonialismus bzw. Imperialismus, der Kultur. In der Ära Blair und der Liberal Intervention übernahmen die britischen Streitkräfte Anfang der 2000er das doppeldeutige Schlagwort der Force for Good. Ihre Soldaten sollten als Civilizers in den Einsätzen dienen. Die Eigenbezeichnung Force for Good war innerhalb der Army nie sonderlich beliebt und wird daher seit einigen Jahren nicht mehr verwendet. Dennoch stellt die Doktrin Land Operations bezüglich der Rechtsstaatlichkeit pauschal fest, ich zitiere: "In the United Kingdom, we can have the highest degree of confidence that our armed forces will not be launched into operations that are unlawful." End of quote. Ende des Zitats. Dies heißt nicht, die Soldaten der Army würden den Sinn und Zweck ihres Einsatzes in Übersee niemals hinterfragen. Doch geschehen diese Diskussionen intern. Nach außen wird kaum Kritik geäußert. Die Army weiß, dass sie ganz im Clausewitschischen Sinne der Regierung untergeordnet ist. Interessanterweise leistet sie aber ihren Eid nicht auf das Parlament oder eine im Vereinigten Königreich bekanntlich nicht existierende Verfassung ab, sondern ausschließlich auf den Monarchen. In ihrem traditionellen Selbstverständnis will die Army nicht in die Politik involviert werden, sondern sie versteht sie als apolitisch und glaubt, nach diesen Prinzipien zu handeln. Für ihre Loyalität wünscht sie sich im Gegenzug eine weitgehende Autonomie ihres Innenlebens. Die meisten Soldaten wollen daher auch allein die Tradition der Army bestimmen, ohne politische Belange berücksichtigen zu müssen. Freilich ist es vielen von ihnen bewusst, dass sich sehr zu ihrem Leidwesen diese strikte Trennung in der Realität nicht aufrechterhalten lässt. In der Tat war die Army zu keinem Zeitpunkt wirklich apolitisch. In der Vergangenheit versuchten immer wieder Spitzenmilitärs direkten Einfluss auf die Regierung zu nehmen. Doch insgesamt können Politik und Gesellschaft umstandslos ihren Streitkräften vertrauen. Die Army ist fest in der zivilen Gesellschaft verankert und genießt traditionell höchstes Ansehen. Ich habe jetzt zwar sehr alte Daten von 1991, okay, ich gebe zu, das ist für Sie wahrscheinlich schon Kriegsgeschichte, hatten 81% der britischen Bevölkerung ein volles Vertrauen in die Streitkräfte. Das waren damals 21% mehr als in allen anderen westlichen Staaten. Auch innerhalb des Vereinigten Königreichs war dieser Wert weit höher als bei anderen staatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen,
wie Parlament, Polizei, Gewerkschaften oder Medien. Also ab Army in allen Umfragen hat eigentlich immer mit die höchsten Werte fürs Vertrauen. Die Bevölkerung erwartet von ihr aber auch, dass die Army nach höheren moralischen Werten leben sollte als der Rest der Gesellschaft. Die Army erhebt diesen selben Anspruch auch an sich selbst, verlangt aber im Gegenzug von der Nation Respekt. Der Gesellschaftsvertrag zwischen Army und Zivilgesellschaft ist Grundlage für die sogenannten Values and Standards der Army. Diese Values and Standards lesen sich wie eine Kurzzusammenfassung ihres Selbstverständnisses und ihrer Tradition. Diese Core Values of the Army sind Courage, Discipline, Integrity, Loyalty, Selfless Commitment and Respect for Others. Zentral in den Values ist der Respect for Others. Dieser Begriff lässt sich auch durch Humanity ersetzen und soll stets die Grundlage aller Befehlsgewalt in der Army sein. Nicht nur die eigenen Untergebenen, sondern auch die Zivilbevölkerung sowie der Feind sollen in den militärischen Einsätzen im Ausland stets als Menschen gesehen und behandelt werden. Diese Art, ja, diese ethischen Werte wie die Core Values könnten auch meines Erachtens von der Bundeswehr stammen oder auch Dienstvorschrift innere Führung, wenn man sich die anschaut, ist auch nicht groß anders, was das betrifft. Also trotz eines anders geartigen Beziehungen zwischen von Armee und Zivilgesellschaft in Deutschland und im Vereinigten Königreich decken sich ethische und moralische Grundlagen in der Tradition von Bundeswehr und British Army weitgehend. Die neuesten Entwicklungen in der westlichen Gesellschaft machen freilich bei der British Army nicht Halt. Inklusion ist auch hier ein ganz großes Thema. Interessant ist hier eine Diskussion, die sich vor wenigen Monaten Ende des Jahres 2017 zugetragen hat. Seit 1993 wirbt die Army selbstbewusst mit dem Motto Army be the best. Also sehen Sie hier links oben eine Werbung, heutige Werbung der British Army. The head of the Army, General Sir Nick Carter, wollte diesen Slogan allerdings abschaffen. Marktrecherchen hätten, so Carter, ergeben, dass man mit Army be the best nicht mehr die Zielgruppe für die Rekrutierung erreiche. Der Slogan sei, Zitat, veraltet, elitär und nicht inklusiv. Im Dezember 2017 stoppte dann aber dann der Verteidigungsminister Gavin Williamson diese Pläne der Armeeführung und ließ verwelden, dass er nach wie vor denke, der Army sei the best of the best, also praktisch sozusagen die zivile Führung hält an diesen traditionellen Sachen fest, während die militärische Führung da eine Änderung will. Trotzdem kündigen sich unter dem Schlagwort Inklusion große Umwälzungen der British Army an. Schauen Sie sich einfach mal auf YouTube die neuen Werbespots der British Army unter dem Thema This is Belonging an und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Hier rechts unten ist ein Bild aus einem Videoclip, der zeigt einen muslimischen Soldaten beim Beten während einer Übung oder während eines Gefechts. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild drauf, Sie können alle YouTube anschauen. Gab es dann auch dazu die Aussage von Trump im Wahlkampf damals, als er gesagt hat, es würden ja mehr Moslems für den IS kämpfen, als in der British Army dienen würden. Trump war damit nicht hundertprozentig recht gelegen, aber hundertprozentig falsch war er auch nicht gelegen. Es dienen in der Army zurzeit 650 Moslems und für den IS haben, wenn man alle Zeiträume zusammensetzt, glaube ich 950 britische Staatsbürger waren im IS. Gut, aber das nur der Blickding. Lassen Sie mich zusammenfassen. Tradition bedeutet in der British Army weit mehr als nur althergebrachtes Brauchtum oder die Regimentsgeschichte. Ihre Tradition ist durchaus werteorientiert und sie speist sich aus drei historischen Konstanten. Erstens war und ist mit Ausnahme der beiden Weltkriege die britische Armee stets eine vergleichsweise kleine Berufs- bzw. Einsatzarmee, überwiegend in Übersee, aber auch auf dem europäischen Kontinent. Zweitens ist sie seit Ende des englischen Bürgerkriegs im 17. Jahrhundert fest in der parlamentarischen Monarchie und der Rechtsstaatlichkeit verwurzelt. Schließlich drittens ist die Geschichte der Army die Geschichte einer Siegerarmee auf den Schlachtfeldern und in den Kriegen, wenngleich auch meist mit wichtigen Koalitionspartnern. Anders als in vielen anderen europäischen Armeen gab es in der Geschichte der British Army seit dem 17. Jahrhundert
keine radikalen Brüche. Sie diente stets treu dem Monarchen und dem Parlament. Staatsstreichversuche, wie beispielsweise in der Geschichte der französischen Armee, gab es nicht. Die häufig noch anzutreffende Annahme, die Armee habe sich in ihrer Geschichte nur wenig Verbrechen zukommen lassen, ist im Lichte neuerer Forschung zwar widerlegt. Gerade in den Kolonialkriegen ging sie bisweilen brutal vor. Doch anders als beispielsweise die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg war die Armee nie an systematischen Massenverbrechen bzw. an einem Völkermord beteiligt. Vor allem aber ist die Geschichte der British Army die Geschichte einer Siegerarmee. Gewiss, auch sie hat in der Vergangenheit einige schwere militärische Niederlagen einstecken müssen, wie in Frankreich 1940 oder in Singapur 1941-42. Doch größere Kriege und allen voran Weltkriege verlor sie nie. Die Armee ging in den letzten Jahrhunderten weit häufiger als Sieger, denn als Verlierer vom Schlachtfeld. Nach den vergeblichen Einsätzen im Irak und Afghanistan ist dieses Image allerdings zurzeit angekratzt. Man wird sehen, wie sich hier die Sache in den nächsten Jahren entwickeln wird. Die Armee selbst ist sich bewusst, dass es in ihrer Geschichte nicht nur Licht, sondern auch Schatten gab. Doch dazu steht sie selbstbewusst. Ein weiblicher Major der REMI, also sind sozusagen die Instandsetzungstruppen, kommentierte mir gegenüber dies einmal folgendermaßen, Zitat, Tradition is based on history, good and bad. So you can't ignore what has happened in the past. It has shaped us to be the way we are. Ende des Zitats. Und ein Lance Corporal aus dem Royal Corps of Signals sah dies gegenüber. Er sah dies ähnlich. Zitat. No matter what generation you look at, the British Army soldiers are no different now as they were hundreds of years ago. Ende des Zitats. Der Historiker wird bei einer solchen Sicht freilich seine Einwände vorbringen. Doch wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang das Selbstverständnis. Die Armee sieht sich als Armee ohne Brüche, die auf alle ihre Traditionen stolz sein kann. Damit ist sie weltweit vielleicht einzigartig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Lieb. Damit eröffnen wir die Debatte. Ich würde vorschlagen, wir machen das wie bei den letzten Malen. Wir sammeln die Fragen, die gemeldet sind. Ich setze sie auf die Leserliste. Ich will auch noch mal kurz erinnern, bitte stellen Sie die Frage erst, wenn das Mikrofon auch bei Ihnen ist. Und die Mikrofone sind, weil ich auch das letzte Mal ein bisschen Irritation eingeschaltet, auch wenn Sie das nicht direkt bemerken müssen, nicht extra einschalten. Ist denn Frau Grütters? Sie verschwunden? Da kommen Sie. Ja, Sie hatten ja über die Battle Honors gesprochen und gerade darüber, dass es für den Einsatz in Afghanistan keine Battle Honors bisher gab oder gegeben hat. Meine Frage dazu ist, und das bezieht sich eigentlich auch schon auf den Zweiten Weltkrieg und den Ersten Weltkrieg, wie man denn in einem basierend auf einem Regimentssystem diese Battle Honors vergibt, werden am Ende verschiedene Bataillone eines Regiments an ganz verschiedenen Schlachtfeldern gekämpft haben und jetzt in den aktuellen Einsätzen ja auch die Regimenter nicht mehr geschlossen im Einsatz stehen, sondern Bataillone einzelner Regimenter an ganz verschiedenen Orten in ganz verschiedenen Kontingenten im Einsatz sind. Ja, vielen Dank. Das ist echt an, ja? Okay, alles klar. Als ich in England gelebt habe, war ich ziemlich von dieser Omnipräsenz der Poppy überrascht. Also dieses Erinnerungsmerkmal an die Gefallenen der Weltkriege, glaube ich nur. Ne? Also diese omnipräsente Erinnerungskultur an gefallene Soldaten und Soldatinnen. Mich würde interessieren, ob das nicht auch Teil dieser militärischen Tradition ist und insofern eigentlich
sehr viel weiter gefragt werden müsste, als jetzt nur aus dieser spezifischen militärischen Binnensicht, die Sie uns hier präsentiert haben. Also ob die militärische Tradition in Großbritannien nicht sehr viel weiter geht als nur im Militär. Zweitens, ich formuliere das mal vorsichtig, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man davon sprechen kann, dass das britische Militär sich keiner Kriegsverbrechen schuldig gemacht hat. Habe ich nie gesagt. Das hatte ich so verstanden. Nee, habe ich. Okay, fange ich mal von hinten an. Also ich habe nicht gesagt, dass das britische, ich habe gesagt, dass heute noch oft anzutreffen ist, dass das britische Militär sich keine, ich zitiere es nochmal wörtlich, die häufig noch anzutreffende Annahme, die Army habe sich in der Geschichte nur wenige Verbrechen zukommen zu lassen, ist im Lichte neuerer Forschung zwar widerlegt. Gerade in den Kolonialkriegen gingen sie bisweilen äußerst brutal vor. Doch anders als beispielsweise die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg war die Army nie an systematischen Massenverbrechen bzw. an einem Völkermord beteiligt. So habe ich das gesagt. Ja, mit Poppy, Sie haben natürlich recht. Großbritannien, es ist ein Paradoxum mit die Einstellung der Gesellschaft zum Militär. Also die Großbritannien zum Beispiel, also bei uns wird immer als das Bund zwischen Zivilgesellschaft und Militär wurde ja lange argumentiert, ist, wie wäre die allgemeine Wehrpflicht. Großbritannien hat mit Ausnahme im Ersten Weltkrieg zwischen 1916 und 1918/19 und im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise bis kurz danach, 1939 bis 1953 oder sowas, nur die Wehrpflicht gehabt, das ist so eine Anomalie gesehen. Und trotzdem ist diese, auch wenn nur wenige Leute in der British Army gedient haben, in der Bevölkerung gesehen, ist da doch die Verbundenheit sehr groß. Ich habe es auch versucht, in meinem letzten Absatz, letzten Abschnitt, diese Wechselwirkung zwischen Zivilgesellschaft und Militär zu zeigen. Und Sie haben recht, die Poppy ist zum Beispiel, das ist in der Tat eine Sache, die sich jeder ansteckt da im Herbst, jedes Jahr im Herbst, also eine Erinnerung an die Schlachtfeldern von Flandern. Das ist praktisch, was bei uns die Volksbund Deutsche Kriegsgräber macht. Früher haben die auch immer gesammelt bei uns an Friedhöfen, aber das ist mittlerweile, glaube ich, bei uns sieht man die, glaube ich, nicht mehr, die Bundeswehr, dass sie das sammelt. In Großbritannien ist es ganz weit verbreitet. Also ist richtig, die Poppy wäre in der Tat ein Beispiel für eine Zusammenführung zwischen militärischer Tradition und ziviler Tradition oder, ja, die sie ins Zivile übertragen hat. Also da sieht man sehr schön die Verbindung zwischen Army und Zivilgesellschaft, gebe ich Ihnen recht. Zu den Battle Honors. Wie läuft die Vergabe ab? Da setzt sich meistens ein Board zusammen. Wer da jetzt genau reinkommt, fragen Sie mich jetzt zu viel. Und dann wird vergeben und abgestimmt, sozusagen, wer da was bekommt. Die meisten Regimenter heutzutage haben meistens nur eine Bataillonsstärke. Es gibt allerdings welche, die die jetzt zwei Bataillone haben, zum Beispiel die Royal Anglians. Wenn ein Bataillon irgendwo eingesetzt war und sich dort ein Battle Honor erwirbt, dann gilt das gleich für das ganze Regiment. Das ist so, und das war auch im Zweiten Weltkrieg nicht anders. Ja, das ist dann immer ganz, wenn dann immer irgendwie gesagt wird, ja, my regiment fought at, on Sicily. Und dann schau mal, ja, es ist halt ein Bataillon, was da halt gekämpft hat. Die anderen 15 Bataillone vom Regiment waren, weiß was ich, ganz woanders. Aber da wird man dann das ist dann ein guter Vorwand, dass sie dann auch auf Battlefield-Tour dann dahin gehen können, ja. Wenn Sie nach Sizilien wollen, dann schauen Sie nach, Regiment fort there. Also das ist, wie gesagt, ein Bataillon, dann kriegt es gleich das ganze Regiment. Gut. Zwei Fragen. Einmal, inwiefern ist der Nordirland-Konflikt bisher irgendwie in die Tradition eingegangen oder fehlen da, wie beim Irak und Afghanistan, die angesprochenen Teilstudien noch? Und die zweite Frage, inwiefern sind die Vorbilder, wie zum Beispiel Slim, prägend über ihre Taktik, also zum Beispiel die Stonehenge in Burma, oder mehr über ihre Eigenschaften und ihren Charakter? Also was zählt da mehr, die militärische Leistung des einzelnen obersten Kommandierenden oder dessen Charakter? Okay. Vielen Dank. Ach so, ich habe das als Übervorstellung wahrgenommen.
alles klar. Sie hatten das ganz kurz angesprochen, Stichwort innere Führung und dann eben ethische Werte in England, in der British Army. Das ist wahrscheinlich ein großes Thema, könnte man eventuell mal eine Arbeit drüber vergeben. Ja. Eine andere Sache, da geht es, scheint auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen weit hergeholt oder abwegig zu sein. Dieses Regimental System ist ja im Grunde eine faszinierende Realität sozusagen und auch eine faszinierende Konzeption. Mich hat das so ein bisschen erinnert in der Ethnologie oder Social Anthropology, so Tribal Systems. Mhm. Gibt es da irgendwas oder hat man sich darüber Gedanken gemacht, gibt es da irgendwelche Beziehungen? Und drittens, ganz kurz, auch im Grunde ein großes Thema, nämlich wie sieht es denn aus mit dem Verhältnis British Army, ethische Werte und der US-Army, also die ehemaligen Kolonie sozusagen. Gibt es da Ähnlichkeiten oder ist aufgrund dieser nicht so lange vorhandenen Tradition in den USA, sieht das da ganz anders aus? Okay. Gut, soll ich wieder? Also fange ich wieder von hinten rum an. Ja, Sie haben recht, innere Führung, British Army, das Ganze zu vergleichen. Zwischen Bundeswehr und British Army da mal Vergleiche zu Studien zu schreiben, wäre in der Tat interessant, weil im ersten Moment sieht alles komplett anders aus. Und im zweiten Moment sieht man dann doch, dass es da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Also auch die ethischen Fragen stehen bei der British Army auch sehr stark im Vordergrund. Sie hat es natürlich da viel leichter, sich auf historische Beispiele auch zu berufen, als das die Bundeswehr hat. Und gerade mit den Vorgängerarmeen der Bundeswehr. Zu denen sie ja explizit keine Traditionen führt die Bundeswehr. Ich habe auch gehört von einem Kollegen, dass es auch die British Army sich da jetzt auch so ein bisschen anfängt, mal auch für die innere Führung zu interessieren. Wie macht es eigentlich auch die Bundeswehr? Aber das ist alles noch so ein bisschen ist alles noch in den Kinderschuhen drinnen. Das Regimental System, ja, wurde durchaus immer wieder so als ein bisschen ironisch als Tribal System genannt. Ich habe dann auch öfters die Sprüche dann gehört in Centers. Ja, yeah, we understand Afghanistan much better than the rest, because we are a tribal system. Ja, also da haben sie sich mal wieder schön geredet, die Briten. Das können sie auch immer hervorragend alles schön reden. Aber das ist in der Tat, es ist auffällig, diese Regimentszugehörigkeit. Und also das sind dann wirklich so Sachen an. Ich habe mal mit einem geredet, der war von der Kavallerie, Kavallerieregiment, ein Major. Ich weiß nicht mehr, welches war, von welchem Kavallerieregiment, ich glaube, King's Royal Hussars, glaube ich, war es. Und dann hat er mir Bilder gezeigt von seinem letzten Heavy-Metal-Konzert. Also da war er, bei wilden Bands, Und da hat er mir dann gezeigt, und da war er mir gesagt, hier sind meine ganzen Freunde von meinem Regiment, die sind alle dabei. Da habe ich gesagt, ja, komm, hören in deinem Regiment alle Heavy Metal? Da hat er gesagt, ja, das wird auch an Bord abgefragt, wenn die Offiziere ausgewählt werden. Da kann es durchaus eine Frage sein, ob der Heavy Metal hört. Also über solche Sachen und dass da praktisch, die müssen da auch, bevor sie in ein Regiment eintreten, müssen die auch, dort maximal 3 Regimenter können sich aussuchen, müssen die auch besuchen und werden dann in der Offiziersmesse am Abend mal ordentlich zugeschüttet. Und dann muss man schauen, ob der auch im Suff zu einem passt. Also es ist in der Tat so, die suchen sich da Leute raus. Es stimmt schon, man kann natürlich nicht pauschalisieren, aber gewisse Menschentypen finden sich da immer wieder. Also es ist ganz extrem ausgeprägt. Also ein Kavallerieoffizier, den kann ich auf 100 Metern kann ich den erkennen. Und könnte ich nochmal so eine Geschichte erzählen, Mädel. Da habe ich einen von den Colts und Grenadier Guards. Da war ich mit dem Captain mal unterwegs, habe ich mit dem unterhalten. Er hat in Cambridge studiert. Law. Und also Cambridge, wenn man so global sagt, der hat in Cambridge studiert, ist das ja schließlich eine Nummer. Hat er mir gesagt, auf seinem Regimental Board, als er ausgewählt wurde, hat es keinen Menschen interessiert. Die Frage wäre, auf welche Schule er gegangen ist. Ja, also ist ja viel wichtiger, die Old Boys. Ja, also Schule wichtiger als Studium. Gut. Ja. Die letzte Frage war dann auch US Army Tradition. Da muss ich sagen, kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe bloß mitgekriegt, so jetzt am Rande, dass bei der US Army doch auch jetzt einige Diskussionen gibt, so Verhältnis von 19. Jahrhundert, auch so mit Südstaaten, Robert Lee, was macht man mit dem? Das sind Diskussionen, die ich damals in Sandhurst gab es die nicht und
in der Army, also was ich jetzt auch da letztlich nochmal mit einem Kollegen gesprochen habe, gibt es die auch nach wie vor nicht. Also es sind in der Tat, gibt es ja, weiß ich, Lord Kitchener zum Beispiel, ist ja nicht im Burenkrieg nicht ganz unproblematisch, darüber wird eigentlich nicht diskutiert. In der Gesellschaft zwar schon teilweise, aber ob sich das mal auf die Army auswirken wird, ich weiß es nicht. Dann die anderen Fragen. Slim und andere Personen, ob die prägend sind, mehr über Taktik oder Charakter? Ich sage mal über beides. Also ein guter Taktiker sollte auch einen entsprechenden Charakter haben und andersrum. Was die British Army allerdings nicht verzeiht, sind militärisches Versagen. Ja, also ein Percival in Singapur, auch wenn der vielleicht einen ordentlichen Charakter gehabt hat, den wird die British Army käme niemals auf die Idee, eine Kaserne oder einen Raum oder ein Gebäude nach Percival zu benennen. Ja, also der wird lieber verschwiegen, der Arme. Nordirland, Teil der Tradition, das wird politisch nicht durchsetzbar sein. Also das wär, Nordirland ist noch so ein heißes Eisen. Also ich war, auch immer mit der britischen Armee, ich war zweimal oder dreimal war für die Armee in Nordirland drüben. Also wenn man da in eine Kaserne reinkommt, auch heute noch, man denkt, man ist in einem Hochsicherheitsgefängnis, kommt man da rein. Und mir wurde auch gesagt, wenn ich rausgehe aus der Kaserne, niemals sagen, dass ich für die Armee arbeite, immer sagen, ich bin deutscher Tourist. Und also wenn Sie da Traditionen, Colors für Nordirland, wo doch dazu die Rolle der Army auch total kompliziert ist, weil die ja ursprünglich eingesetzt wurde und von den Katholiken hergerufen wurde, als sie zu schützen gegen die ganzen Ulster Defense Force, und später dann aber selber Sunday Bloody Sunday sich gegen die Katholiken gestellt hat, alles eine ziemlich, das ist so ein heißes Eisen, also da wird sich nichts tun, das, wenn da die Army in irgendeiner Form sich da festlegen wird. Ja, wie kann man über die britischen militärischen Traditionen sprechen und über die Militärmusik schweigen? Tradition der britischen Streitkräfte, zumal des britischen Heeres, stehen ja nicht isoliert dort, sondern sie stehen in einer Gesellschaft, die über eine viel längere institutionelle Kontinuität verfügt als die deutsche. Und insofern, in diesem Rahmen sind Traditionen lebendig. Sie sind lebendig in der britischen Armee, sie sind lebendig an britischen Universitäten. Gestern drückte mir mit Verwunderung mein Kollege, der Pressesprecher, die Zeitschrift der Universität Wroclaw in die Hand und machte sich darüber lustig, dass Rektor und Dekane alle in Talaren auf den Bildern zu sehen waren. Und wir haben ja 68 mit großer Geste die Talare abgeschafft, aber dummerweise den Muff behalten. Was ich damit sagen will, Tradition und die Pflege von Tradition findet in einer Gesellschaft ja nicht isoliert statt, sondern korrespondiert mit der Gesamtgesellschaft. Und überhaupt ist ja ein Kennzeichen in der britischen Gesellschaft, dass in nahezu allen Bereichen, an den Public Schools, an den Universitäten, in den Streitkräften, im Parlament, in den politischen Parteien, auch diese Traditionen, Gewerkschaften, Traditionen gepflegt werden. Und die Voraussetzung dafür ist auch eine institutionelle Kontinuität über seit dem englischen Bürgerkrieg über 400 Jahre. Und Nordirland ist ja gerade deshalb ein so großes Problem, nicht nur für die Iren, sondern auch für die britischen Soldaten. Denn dort wurden sie für die Gesellschaft, am Anfang war die Idee von der Politik, sie sind Teil der Lösung, und dann wurden sie am blutigen Sonntag zum Teil des Problems. Und das ist bis heute nicht vergessen. Und es war ein bitterer, ein langer und ein verlustreicher Dienst der britischen Streitkräfte, und wo sie nicht unbedingt die Anerkennung für ihre Opfer gefunden haben. Peter, zunächst kurze Nachbemerkung zu dieser Verbrechensfrage vorhin. Du sagtest ja, natürlich, die Forschung hat gezeigt, dass die britische Armee durchaus häufig oder häufiger auch an Verbrechen beteiligt war, aber nie an systematischen Vernichtungen und so weiter. Also
Ich habe das nie besonders untersucht, aber da fallen mir doch Gegenbeispiele ein. Etwa 1746 nach der Schlacht von Culloden, diese unsägliche Vernichtungskampagne gegen Hochlandschotten, die, ich weiß nicht, ob man die heute unter Genozid subsumieren würde, aber die einen sehr, sehr systematischen Vernichtungscharakter hatte. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch noch andere Beispiele, die mir so halbwegs im Kopf rumgeistern. Also da bin ich nicht so ganz sicher, ob man das so sagen kann. Aber mein Hauptpunkt ist eine Frage, du hast ein wunderschönes systematisches Panorama der Inneneinsicht über Tradition und über Selbstverständnis der British Army gemacht. Nun wissen wir natürlich von allen möglichen geschlossenen Organisationen von Armeen sowieso, dass sie ein Weltbild mit sich herumtragen, in dem es also von wunderbaren Tugenden nur so wimmelt. Nur wir haben natürlich über die meisten dieser Armeen oder Organisationen auch inzwischen historiografische Studien, die zeigen, wie groß oder eben auch wie klein die Übereinstimmung ist zwischen den vorangetragenen Idealen und den und der Realität, der Lebensrealität, ob man, da muss man nicht nur auf die deutsche Armee gucken, auf die Geschichte der deutschen Armee, der französischen, der amerikanischen Armee, viele andere, wo wir das sehr deutlich zeigen können. Gibt es denn, und was sagen Untersuchungen, die wir haben, über eine mögliche Diskrepanz zwischen den Idealen, die hier sehr mit großer Kontinuität gepflegt werden, und dem Maß, in dem die britische Armee dem gerecht wird, sei es in Friedenszeiten oder sei es in Zeiten des Krieges. Okay, gut, also es ist ja, deine Bemerkung und deine Frage sind ja umspannen, also eigentlich ein ähnliches Feld ist, also die Übereinstimmung oder die Differenz zwischen Anspruch und Realität, also was die britische Armee. Ob es dazu Studien gibt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schon so, du hast natürlich recht, in der Realität ist die britische Armee nicht immer ihren Ansprüchen gerecht geworden. Also auch in Irak gab es ja damals auch Vorfälle, mit Foltervorfälle der British Army. Und es hat aber damals einen riesigsten Aufschrei auch innerhalb der Armee gegeben. Das Problem und eine Folge davon war auch, dass mit dieser Amalgamation das Regiment ist also nicht aufgelöst worden, aber das war klar, dass dieses Regiment nicht mehr weiter bestehen kann. Das war 2004, glaube ich, oder 2005 waren diese Foltervorwürfe, die sie als richtig herausgestellt haben. Also die sind auch ordentlich untersucht worden. Mit dem systematischen Massenverbrechen, da können wir uns gerne nachher beim Essen noch genau unterhalten, also die Highland Cleansings nach Culloden. Ob das wirklich ein Völkermord war, ich habe da mit einigen Kollegen immer gesprochen. Also es war ein systematisches Verbrechen, ja. Das ist natürlich auch wieder Teil eines schottischen Bürgerkriegs gewesen, wo dann auch selber Lowland-Schotten gegen Highlands-Schotten oder gekämpft haben. Gebe ich da recht, da können wir auch nachher beim Essen nochmal über weitere reden. Halt mal auf später, also ja, nicht beim Essen, nicht beim Essen, Blut beim Essen, ja. Gut. Zu den anderen Fragen. Ja, in der Tat, militärische Tradition korrespondiert immer mit dem zivilen Bild natürlich. Und ich gehe jetzt sogar mal wirklich kommen ein bisschen mit einer polarisierenden Aussage. Die britische Gesellschaft ist in vielen Bereichen in der Tat eine militarisierte Gesellschaft. Also wenn man sich auch anschaut, da gibt es dann auch die Cadet Corps von den Kindern, Jugendlichen laufen dann so 12-Jährige in Uniform rum. Das ist für uns deutsche Augen etwas sehr ungewöhnlich. Aber das Entscheidende ist, dass die halt immer die Gesellschaft das Vertrauen hat, dass die Armee das Richtige macht und niemals von der Stange gehen wird in der von der Zivilbevölkerung, sich auch nicht zu weit entfernen wird. Und genau das ist eigentlich Deutschland, wenn man es wieder mit Deutschland vergleicht, gibt es ja immer so ein unterschwelliges Misstrauen auch, was die Bundeswehr macht. Das gibt es in Großbritannien so nicht. Also es gibt auch zum Beispiel auch Umfragen, die ich da mal gelesen habe, 80% der Briten stehen voll hinter der Armee. Also ich weiß nicht, wie hoch das in Deutschland ist, aber sicherlich nicht so hoch. Und
Die Militärmusik, ja, die habe ich jetzt nicht erwähnt, Brauchtum, weil persönlich finde ich britische Märsche nicht so schön. Da finde ich doch, die deutschen oder österreichischen Märsche gefallen mir da ein bisschen besser. Die sind immer so leih, sind immer so getragen, die britischen Märsche. Schon ganz nett anzuschauen, aber... Ja, ja, ich habe tatsächlich noch eine zweite Frage zum Regimentssystem. Nochmal, ja. Und zwar die Frage, inwiefern über diese traditionalistischen Unterschiede, auf denen noch festgehalten wird, wie diese de facto Regimentswahl für die Offiziere und so weiter, ob in der Struktur der Army, das gerade in den neuen Armeestrukturen jetzt auch für 2020 noch eine so große Relevanz hat, wie es immer verkauft wird. Also ob diese Regimenter eher ein, ich will nicht so weit gehen, das Marketing-Gag zu nennen, sind, oder ob das wirklich noch Einheiten sind, die so in der Struktur, Ausrüstung, Ausbildung der Army in den nächsten 20, 30 Jahren noch eine Rolle spielen werden. Mhm. Wir haben in unserem Archiv ein Interview mit einem Veteranen, der gehört zu den 8th Royal Irish Hussars und fuhr einen Cromwell-Tank. Warum lacht darüber keiner in Großbritannien? Oder wie kommen die Offiziellen auf die Idee, einen Panzerfabrikat nach Cromwell zu benennen, wenn sie doch ihr Königreich integrieren wollen? Gut, das ist eine Frage. Ja, also zum Cromwell-Tank. In der Tat, das ist ja eigentlich eine, ist ja nicht schließlich monarchische Zeit, eine der wenigen Zeiten der britischen Geschichte, englischen Geschichte, Entschuldigung, in dem England nicht Monarchie war. Allerdings ist unter Cromwell der Nukleus der modernen britischen Armee entstanden. Also insofern gibt es da wieder den Ansatzpunkt. Also mit der New Model Army, das sind so die ersten, auch so mit Offizieren, wo das erste Mal so professionalisiert wurde. Und deswegen ist Cromwell eigentlich da für die Armee, also er kommt jetzt nicht groß vor irgendwo, aber ich habe nie irgendwie was von Cromwell gesehen oder nicht bewusst gesehen in irgendwelchen Kasernen oder Liegenschaften. Aber also ich weiß noch, ich habe eine Vorlesung auch gegeben und es gibt auch dieses kleine Büchchen, was in Sandhurst jeder kriegt, über Officership, und da geht es eigentlich los mit Cromwell und der New Model Army. Also da wahrscheinlich die Beziehung her. Zweite Frage, die Regimenter, ob die noch die Bedeutung von damals haben. Ja, das wird auch häufig diskutiert. Können wir überhaupt noch diese Regimenter, besonders mit diesen Large Regiments, die dann 5 Bataillone haben und auf 20 verschiedene Regimenter vom Zweiten Weltkrieg und davor sich berufen? Es ist in der Tat, gilt es als verwässertes System. Es ist, wie Sie gesagt haben, überspitzt. Ja, ich würde auch sagen, ein bisschen eine Marketing-Sache ist es noch, aber... Ich vermute schon, dass diese Regimenter, jetzt diese neuen Regimenter, da auch wieder eine eigene Identität schaffen werden, die sich dann natürlich unterscheidet von den Vorgängerregimentern, aber trotzdem, die Verbindung ist da sofort da. Also da gab es dann auch so ein Ranking, es war sehr, sehr interessant, auch wieder so Regimenter im Ansehen auf- und runtersteigen können, als zum Beispiel die Rifles, das war so der Zusammenschluss der Wald- und Wiesenregimenter. Und die waren eigentlich ursprünglich ziemlich niedrig angesiedelt, aber die haben es geschafft, durch gutes auch selber Marketing ihres eigenen Regiments, sich plötzlich im Ansehen ganz nach oben zu schießen. Und man hat es auch den Rifles-Offizieren immer angemerkt. Die waren immer ein bisschen selbstbewusster. Also waren in Ordnung, aber waren halt selbstbewusster. Und was natürlich in den Regimentern, auch die Rekrutierung ist ja auch interessant bei den Regimentern, die sich eigentlich regional rekrutieren sollten, allerdings nicht bei den Offizieren. Also es gibt genügend Engländer, die in den schottischen Regimentern und so weiter dienen. Oder auch zum Beispiel, dass schottische Offiziere, selbst wenn sie in schottischen Regimentern dienen, nicht mit einem schottischen Akzent sprechen. Das hat viele Hintergründe. Ja, also da... Ich denke, ja, Regimentssystem ist halt auch etwas, was im Fluss ist und sich immer weiter entwickeln wird, aber weiterhin aufrechterhalten wird. Sie haben ja noch erwähnt, dass neue Untersuchungen an sich dann schon kritisch umgehen mit der Geschichte der British Army in den Kolonialzeiten und den Kolonialkriegen. Mich würde da persönlich interessieren, wie erfolgt da eine Aufarbeitung innerhalb der Armee, innerhalb der Truppe? Also zum Vergleich, in Deutschland wird über...
Also in der Bundeswehr werden die Wehrmachtsverbrechen in politischen Bildungen thematisiert. Es hat im Geschichtsunterricht eine große Rolle beispielsweise. Gibt es so etwas Vergleichbares auch mit Verbrechen der British Army, ich weiß nicht, im Burenkrieg oder in Indien? Ich frage mich, ob man gerade den Blick auf den Vergleich, den Sie im Titel auch in den Vordergrund Ihrer Überlegungen gestellt haben, nicht fast befürchten muss, dass wir, wenn wir im Blick auf die britische Armee von Tradition reden und überhaupt im Blick auf England von Tradition reden, in der Gefahr sind, eine Äquivokation zu begehen. In einem Land, in einem System, in dem außer den Traditionen an vielen Ecken nichts anderes, insbesondere keine Verfassung, keine geschriebene Rechtsordnung da ist, die das Handeln leitet, sind Traditionen etwas anderes als in anderen Ländern, die Traditionen auch sagen, aber damit etwas ganz anderes meinen. Meine erste Frage geht also dahin, wenn wir jetzt, nachdem Sie über England gesprochen haben, sich angeschaut haben, was Traditionen hier sind, sind sie dann funktional überhaupt etwas Ähnliches wie auf kontinentalen Systemen? Oder müssen wir nicht davon ausgehen, dass das genauso heißt, aber ganz was anderes ist? Sie haben, um das kurz zu erläutern, darauf hingewiesen, dass die englische Armee keine Leistungsauswahl trifft, sondern eigentlich Anpassungskarrieren dort üblich sind. Das ist aber kein Spezifikum der Armee. Auch wenn Kollegen, die in Oxford waren, glauben, dass es anders ist, auch das funktioniert genau so. Und die Auswahl, nach Oxford zu kommen, war nie eine Leistungsauswahl, sondern immer das Ergebnis eines Anpassungsprozesses. Und das macht natürlich diese Uni auch so flexibel und die Systeme so flexibel. Man hat also in den 80ern die Absolventen der Merchant Taylor School oder irgendwelcher solcher Schulen ausgewählt, St. Paul's oder so. Und heute wählt man halt mit den gleichen guten oder schlechten Gründen Leute aus sozialen Gründen oder Gründen der Hautfarbe oder Proporzgründen oder ähnlichem. Das System als solches, dass es nämlich nicht nach einem Konkurs geht und nicht nach einer Leistungsauswahl, das hat sich nicht geändert. Die zweite Frage bezieht sich dann auch auf das Letzte, was ich gesagt habe. Ist die britische Armee denn tatsächlich so merkwürdig oder ist sie nicht viel eher der Ausdruck eben eines ganz anderen sozialen Systems? Auf die Frage, warum es den verfassungsrechtlich möglichen Krieg zwischen England und Schottland nicht geben sollte, antwortet normalerweise jeder Engländer erstens, das tut man nicht, zweitens, das hat man schon mal getan, das ist nicht gut ausgegangen, also sollte man die Finger davon lassen. Mehr gibt es nicht. Gut, dann herzlichen Dank, dann arbeite ich wieder mal von hinten auf. Erstens, Ihre Frage mit ich fange anders an. Ob man in der britischen Armee unter Tradition und auch in der Gesellschaft was anderes versteht als wie in Kontinentaleuropa. Ich würde das mehr aufsplitten, nicht nur sagen Kontinentaleuropa, wahrscheinlich wird man auch in Frankreich was anderes unter Tradition verstehen als vielleicht bei uns und Tradition in Spanien als bei uns. Es war auch eine große Herausforderung für mich, als ich mich an das Thema damals gemacht habe, was verstehen denn eigentlich die Briten unter Tradition, die britische Armee auch selber. Und ich habe es dann auch versucht, aus den ganzen Antworten, die ich gekriegt habe, diese Sachen herauszukristallisieren mit Corporate Identity, mit dem ethischen Fundament und mit dem Soldat als oder militärischen Leistungen, die so als drei großen Fundamente. Aber das ist jetzt eine Aufstellung, die ich gemacht habe. Jemand anders würde vielleicht zu anderen Schlüssen kommen. Die Sache ist, dass es in Großbritannien, so wie es keine Verfassung gibt, die geschrieben ist, gibt es auch in der Armee nichts, was geschrieben ist. Und vieles, was wir in der Bundeswehr als Brauchtum bezeichnen würden, jetzt zum Beispiel die ganzen Geschichten, wie dass man, wenn ein Toast auf den Monarchen ausgegeben wird, okay, wir haben keinen Monarchen, aber sagen wir jetzt mal auf Staatsoberhaupt, dass man nicht aufstehen würde, was man in einem Regiment macht, wäre bei uns Brauchtum. Deswegen auch wieder das, was wir auch vorher schon besprochen haben, die Tradition ist natürlich und zwischen Gesellschaft und dem Land, in dem sie ist, und die Militärtradition ist immer eine Interaktion. Die Frage nach Leistungsauswahl, in Großbritannien läuft vieles anders als bei uns, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Oxford und Cambridge keine Leistungsauswahl treffen. Die treffen natürlich auch immer noch so Interviews, aber das gibt es ja in Deutschland auch, da irgendwelche Boards, wenn man irgendwo reinkommen will. Und also persönlich muss ich schon sagen, die Leute, die hier aus Cambridge, mit wenigen Ausnahmen, die ich gesehen habe, die in Cambridge oder Oxford studiert haben, die waren meistens schon schlauer als der Durchschnitt.
Auch so, wenn ich so gehört habe, was das so für Anforderungen im Studium waren, die sind schon nicht ganz ohne gewesen. Dass sie dadurch wieder eine besondere Ethos da herausbildet unter den untereinander, wie sie sich verhalten und Gruppendynamik, das ist auch wieder was, ein eigenes Kapitel. Also zum Beispiel in meinem ganzen Department, wo ich war, wir waren zu 17, da waren wir 3 Deutsche und der Rest, die kamen alle, mit einer Ausnahme, alle von, okay, wir haben keinen einzigen aus Cambridge gehabt, fällt mir gerade ein, aber ansonsten entweder Oxford oder King's College, also auch eine sehr gute britische Universität, da sieht man das auch. Zweite Frage war von einem anderen Herrn zu British Army, Aufarbeitung eigener Verbrechen. Haha. Kann ich wieder was ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die British Army, die weiß das natürlich, die weiß es auch, dass in ihrer Vergangenheit vieles auch nicht ganz sauber war. Die werden das aber nie offen zugeben. Ja, die werden es nie offen zugeben. Die werden intern das alles ganz, ganz offen diskutieren. Ich habe mit den britischen Kadetten da ganz offen über kritische Fragen wie Bombenkrieg und so weiter diskutieren können. Das war nie ein Problem. Ich erinnere mich auch noch einmal dran, als ein Major zu uns rübergekommen ist ins Department und gefragt, ja, er muss eine Vorlesung halten über Ethos in der britischen Armee und er braucht jetzt Beispiele von britischen Kriegsverbrechen. Ich will denen zeigen, dass wir nicht besser waren als die anderen. Das würde er aber nur intern sagen. Und ein anderer Kollege von mir, der hat zu mir mal gesagt, sein Traum, unter Anführungszeichen, als Akademiker wäre, er würde gerne mal ein Buch schreiben über große Studie, über die Verbrechen der British Army in der Geschichte. Aber er hat gesagt, das würde er nicht machen können, solange er in Sandhurst arbeitet. Das geht erst, wenn er draußen ist. Also es ist, wie gesagt, die Sachen werden da schon intern aufgearbeitet, ja? Aber das dringt nicht nach außen. Und sowas wie wir haben, dass wir offensiv mit der Aufarbeitung umgehen, das läuft in Großbritannien anders. Ja. Herr Dr. Lieb, eine Frage hätte ich noch, und zwar zur Regimentswahl durch die Offiziere des Regiments. Das ist ja etwas, was es historisch in deutschen Armeen auch gegeben hat. Mhm. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit noch die ersten Berichte des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages gelesen, in dem er mal über die mangelnde Offizierqualität sprach und so anregte, ob man nicht mal vielleicht zu der Regimentswahl zurückkehren sollte. Deswegen fand ich das ganz amüsant. Meine Frage ist, ist das jetzt eher so Tradition und ein Überbleibsel oder hat das eine echte Relevanz und wie wirkt sich das konkret auf das Offizierkorps aus? Und der zweite Teil der Frage, wie ist diese Situation konkret und wie ist das rechtlich zu werten? Bei uns würde es ja nach Eignung, Leistung, Befähigung gar nicht möglich sein. Sitzt da eine Gleichstellungsbeauftragte mit dabei? Inwiefern ist das angreifbar, so ein Beschluss? Ja, Dankeschön. Gut. Also, war das jetzt die erste Frage? Ich bin schon völlig durcheinander. Ja, ich hätte auch noch eine Frage, bitte. Wieder. Du hast das Glück, zwei denkbar unterschiedliche militärische Systeme von innen kennengelernt zu haben. Schon darum so unterschiedlich, weil das eine eben auf einer dreieinhalb Jahrhunderte alten Tradition basiert, in der das politische System sich eben immer nur sehr gemächlich verändert hat, nicht gleichermaßen gemächlich, aber doch kontinuierlich, während wir umgekehrt in Deutschland innerhalb allein des 20. Jahrhunderts 5 verschiedene politische Kulturen durchlebt haben. Wenn man das 19. dazu nimmt, dann kommt man auf, je nachdem, welche Staaten man alle dazu zählt, 21, 22 verschiedene politische Systeme mit entsprechend vielen Wertvorstellungen, Traditionen und so weiter. Also zwei total unterschiedliche Systeme. Aber kann man unter den Umständen, und dann würde es mich interessieren, könntest du etwas sagen, gibt es etwas, was du dir wünschen würdest und auch für mittelfristig realistisch hieltest, was man wünschen könnte, was die Bundeswehr von der British Army in der Hinsicht lernen könnte, ohne unhistorisch zu werden und umgekehrt, was du vielleicht der British Army empfehlen würdest, von der Bundeswehr zu übernehmen? Mhm. Ich weiß, die Frage ist eigentlich unfair. Nee, ist eine gute Frage. Du musst politisch korrekt alle sagen. Ich bin ja schließlich Angehöriger der Bundeswehr. Es wird gefilmt. Nee, hier bist du im Hörsaal. Du darfst politisch völlig unkorrekt sein. Nee, YouTube, morgen steht es drinnen. Gell? Und dann, wir dementieren ja das. Genau, da wohl. Fake-Filming. Nee, gut, also,
Also ich denke, was die Bundeswehr von der British Army übernehmen könnte, wäre mehr Selbstbewusstsein zu haben. Das ist mir so, also auch so im Umgang, was die Bundeswehr leistet, was sie in Auslandseinsätzen macht, was sie auch zu Hause macht. Auch so, und auch gebe ich offen zu, ich sage auch zum Beispiel für meine Begriffe, das Bild des Kämpfers, das darf nicht alleine dastehen. Ein Bundeswehroffizier oder Soldat muss heutzutage viele Funktionen erfüllen können, aber den Kämpfer würde ich doch auch gerne stärker bei der Bundeswehr auch sehen, so wie es in der British Army ist. Das schließt ja das andere alles nicht aus. Und ich, ja. Und was ich der British Army von der Bundeswehr mehr ihnen geben würde, ist die Auftragstaktik. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Also, die britische Armee redet immer viel über Mission Command und how good we are. Und dann wird riesige Seminare gemacht, aber sie verstehen es halt nicht, wie es funktioniert. Das ist, also ich kann da wieder nur aus meiner eigenen Bundeswehrzeit, damals bei den Fallschirmjägern, das war spitzenmäßig, was Auftragstaktik betrifft. Also dass wir nach einer Woche, hat dann schon immer ein Rekrut von uns die Gruppe geführt und der Unteroffizier ist nur nebenher gegangen, weil da hieß es immer, Fallschirmjäger, große Verluste, sie müssen selber eine Gruppe führen können. Aber es war natürlich super, hat uns total motiviert, dass man da selber jetzt selber so eine Gruppe führen durfte. Und dadurch hat man auch sofort schon als junger Rekrut verstanden, im Sinne der obergeordneten Führung zu denken. Und die British Army redet immer nur groß über Mission Command. Sie haben sie erst in den 80er Jahren eingeführt, ja, deswegen braucht es halt seine Zeit. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, bei der Bundeswehr so die Entwicklungen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit Auftragstaktik sind jetzt auch gerade nicht so sehr toll. Also da wird ja sehr viel immer von oben rein regiert und es darf nichts Falsches passieren bei den Auslandseinsätzen. Und wenn ich höre, dass bei dem Einsatz da in Zentralafrika vor mehreren Jahren eine verstärkte deutsche Kompanie war unten und wer hat sich darum gekümmert? Ein deutscher Stab vom Multinational Headquarters mit 300 Mann. Ja. 300 Mann haben 120 Mann im Einsatz geführt. Gut, also das ist so meine persönliche Meinung. Regimentswahl, wie das Board aussieht. Also in dem Board sitzen Vertreter des Regiments. Ich glaube sogar auch mal, teilweise sogar können auch ehemalige des Regiments drin sitzen. Es sitzt drinnen von Sandhurst, sitzen da, der Company Commander sitzt immer drinnen. Der Platoon Commander glaube ich nicht. Ob eine Gleichstellungsbeauftragte drin ist, ist in der Tat eine wichtige Frage. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann ich nicht sagen. Kommt jetzt vielleicht noch zum Thema mit Inklusion, was ich vorher angesprochen habe. Die British Army hat in der Tat ein Problem, ethnische Minderheiten auch zu rekrutieren. Vielleicht nicht so sehr bei den Mannschaften, da sieht man auch viele Schwarze, aber bei den Offizieren. Ich war 10 Jahre lang in Sandhurst. Raten Sie, wie viele schwarze Offiziersanwärter ich gehabt habe? Einen einzigen. Aber der war so gut, also der hat so einen britischen Accent gehabt, der war spitze, es war einer meiner besten, meiner Lieblingskadetten, auch menschlich, also war ein Spitzentyp, aber der trotzdem, er ist dann auch zum Kavallerieregiment gekommen. Und auch zum Beispiel, das ist auch immer ein ganz großes Thema, ich meine, dieser Film zeigt da Inklusion von Soldaten muslimischen Glaubens. Was intern die Army noch viel mehr wurmt, ist, dass sie so wenig Sikhs und Hinduisten rekrutieren. Mit der großen Tradition der British Indian Army, die sie gehabt haben, und jetzt heutzutage ist der Anklang bei Rekrutierungen aus dem indischen Community ist da relativ gering. Gut, kann sein, dass da mittlerweile solche Boards auch auf sowas stärker schauen. Kann ich jetzt nicht sagen, wäre eine moderne Entwicklung. Konkret, ich glaube, Sie haben gefragt, auf was wird da geschaut bei der Regimentswahl oder was war das? Ja, das kommt eben darauf an, wie das Regiment seine eigenen Kriterien definiert. Da haben die eigentlich ziemlich freie Wahl. Und Sie haben recht, Sie haben ja auch gesagt, war ja auch in der Wehrmacht und zuvor auch in den anderen deutschen Armeen war das ja auch so. Und man kann da schon dann sehen, dass die Regimentskommandeure, und auch in der British Army wird das nicht anders sein, aber ich weiß auch bei der Wehrmacht, Stempel aufdrücken konnten bestimmten Regimentern. Also Beispiel, was ich historisch untersucht habe, ist das Gebirgsjägerregiment 98 gewesen, da war der erste Regimentskommandeur, der Obernazi Ferdinand Schörner.
Man sieht dann durch den ganzen Krieg, überall, wo das Regiment 98, Gebirgsjägerregiment 98 hinkommt, da geht es gleich sehr blutig zur Sache. Also da sieht man schon, dass da so eine Kultur und das. Aber es ist schwer, dieses Ganze jetzt im Frieden, jetzt bei der British Army zu greifen. Ja? Also es ist wirklich schwer zu greifen. Es ist, sie werden natürlich, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, sie werden niemals, wenn sie nicht den richtigen Hintergrund haben, sozialen Hintergrund, in ein Garderegiment kommen oder zur Kavallerie. Also wenn sie nicht den richtigen Hintergrund haben, dann gehen sie, wenn sie zu den Panzerfahrern trotzdem wollen, dann müssen sie zum Royal Tank Regiment. Das ist erst im Ersten Weltkrieg aufgestellt worden. Die anderen sind ja also Kavallerie noch viel älter her. Und die haben deswegen auch den Spitznamen Chaff Cav, also Prolo-Kavallerie. Ja. Auch so zum Beispiel, man hat dann auch sehr oft das, und oh, wenn sie ja von der Comprehensive School kommen, also nicht von einer, also von einer staatlichen Schule, sehr oft müssen unter Anführungszeichen, die dann zu den Loggies gehen, also den Logistikern oder zu den Regimentern, die vielleicht jetzt nicht so toll erscheinen. Hat allerdings den Vorteil, also ich habe da sehr oft dann auch sehr, sehr fähige Logistikoffiziere kennengelernt, die spitzenmäßig schlau waren und jeden Kavallerieoffizier locker intellektuell in die Tasche gesteckt haben. Aber hat halt das Soziale nicht so ganz gepasst. Wird natürlich offen nie zugegeben, ist aber in der Realität so. Gott, oh Gott, wenn es die British Army hört, was ich da alles sage. Auf YouTube, oh my word.